Und bekennen sich doch wenigstens dazu. Das ist der qualitative Unterschied zwischen der AfD und der NPD. Die NPD hat dazu gestanden, dass sie rechtsextremistisch ist. Schlussworte einer aufgeheizten Debatte. Das eigentliche Thema, der Anschlag eines Rechtsextremen in Halle vor mehr als einer Woche. Der mutmaßliche Täter hatte schwer bewaffnet versucht, in eine Synagoge einzudringen. Als sein Plan misslang, erschoss er auf der Straße eine Frau und kurz darauf einen Mann in einem Dönerimbiss. Im Schweriner Landtag überlagert die Debatte dazu heute eine Frage, die nach der Mitverantwortung der AfD. Die Partei sei Teil der geistigen Brandstiftung, erklärt SPD-Fraktionschef Krüger. Zustimmung auch von CDU und Linken. Belege für ihn Aussagen von AfD-Spitzenpolitikern wie Björn Höcke, der das Berliner Mahnmal für die ermordeten Juden Europas als Denkmal der Schande bezeichnet hatte. Und Alexander Gauland, der erklärte, die Zeit des Nationalsozialismus sei nur ein Vogelschiss der deutschen Geschichte. Und immer wieder kommen diese dämlichen Zitate von Höcke und Gauland, nämlich das Denkmal der Schande. Und immer wieder muss gesagt werden, egal ob ich die Zitate gut finde oder nicht, aber das, was Sie daraus machen, ist eine Unverschämtheit. Die Aussagen würden bewusst falsch ausgelegt, so das Argument des AfD-Abgeordneten. Parteien und Medien würden den Anschlag instrumentalisieren gegen die AfD. Sie sieht sich selbst als Opfer von Hetze. Der CDU-Innenminister meint, das ideologische Futter für Attentäter wie den in Halle liefere eben auch die sogenannte neue Rechte. Wie etwa beispielsweise der identitären Bewegung, von denen die ideologischen Bausteine kommen, aus dem sich diese Extremisten ihr verqueres Weltbild je nach Belieben zusammenbasteln. Personen, mit denen eben auch Abgeordnete in deutschen Parlamenten sympathisieren. Gegen den Terror von rechts, so Cafier, müssten Polizei und Verfassungsschutz mehr Befugnisse bekommen, zum Beispiel bei der Online-Überwachung. Gerade darin sieht die linke Opposition im Landtag nicht den richtigen Weg. Werden wir aktiv, bevor etwas passiert? Und damit meine ich nicht den Appell des Innenministers aufgreifend, Vorratsdatenspeicherung und Ausbau des Verfassungsschutzes. Denn spätestens seit dem NSU wissen wir doch, dass der Verfassungsschutz nicht die Lösung des Problems, sondern ein Teil des Problems ist. Schockiert dürfe über den Anschlag jedenfalls niemand sein, so Ritter. Denn der Rechtsterrorismus habe in Deutschland eine jahrzehntelange Tradition.